Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unicorn Overlord mit mir, DF. Und mir ist eingefallen, dass man schnell reisen kann. Das, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem, zum Bildschirm geschrien habt. Als ich den ganzen Weg zurückgelatscht bin, und den hätte ich eigentlich reisen können mit der Schnellreise. Ja, ist mir nach der Aufnahme eingefallen. So, machen wir die geflügelte Ritterin als nächstes. Die geflügelte Ritterin. Als die Schwarzklauen die Kirche Rundmord angreifen, schließt sich die Befreiungsarmee mit... Oh, ich habe vergessen, wie ich das ausgesprochen habe. Oklis zusammen. Einer der himmelschwingenden Ritter der Orthodoxie von Palevia. Sie wollen die heilige Stätte aus den Klauen der Banditen befreien. Jäger und Kämpfer. Wie soll wir beginnen? Ja, gerne. Mal gucken, wie es hier aufgebaut ist, aber ich glaube erstmal eine Cutscene. Brewing, boss. That lot they call the Liberations is a step and a half from knocking on our door. Der sieht aus wie ein bisschen wie Rolf, oder? What say we cut out of here before the father sends us straight to hell? Doesn't feel right raiding a church. We go when I say we go. Now get back to work. Those crystals aren't gonna find themselves. Aye, boss, but what if the angel comes back? And what if she does? Bird or broad, my arrows will bring him down all the same. Yes, you dare draw your bowstring at Lady Oakleaf? The father's angels are akin to his very hands. Well, I'm sure he won't mind missing a finger or two. But why don't you give him one of your little prayers if you're that worried? Wir müssen diese Frau befreien. Die ganze Kirche müssen wir befreien. Oklis hieß sie. Anscheinend, so wurde ihr Name ausgesprochen. Die Bogenschützer auf der anderen Seite werden uns ein Ärgernis sein. Wie komme ich da hin? Könntest du sie für uns ausschalten, Oklis? Aber natürlich, ein Wort genügt und ich halte zur Tat. Und Sharon... Schon bald wirst du wieder frei sein. Die Kommandopost der Befreiungsarmee wird eingenommen. Die Niederlage. Sieg, besiege Mandrin. Mandrin. Wahrscheinlich. Level beginnt. Oklis, lass mal mit deiner Einheit dahin fliegen und die plätten. Dann... Stellen wir mal ein paar Leutchen auf. Wir können nur 4 aufstellen. Natürlich erstmal Elaine. Warte. Hab ich, hier. Ich muss schon sagen. Dann bewegt euch mal hier hin. Oh. Oh. Bewegt euch hier hin. Dann muss ich mal wahrscheinlich dieses Team hier nehmen. Wo X sind, kann ich keine Leute hinsetzen. Wählen. Oh. Warte. Ist das scheiße. Und noch ein. Wahrscheinlich unser eigener Dieb mit Lex. Eigentlich Travis ist der Dieb, aber Lex-Einheit. Dann geht ihr mal so langsam hin. So, dann wollen wir mal. Bewegt euch alle mal. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit man besser sehen kann. Oh, wir gewinnen? Hä? Aber eben? Egal. Aber eben scheint da was anderes. Egal. Erstmal kriegen wir einen ab. Passivraub. I have you. Hau drauf. Ach shit. Ratierter Treffer. Stachel. Das Schneiden von Joseph. Und gewonnen. I fight in me yet. I've not chosen my grave yet. Was ist das denn?
Was ist das für ein Zeichen? Ich glaube Geld. Ja, mach die Einheit weg. Die andere wird uns wahrscheinlich entgegenkommen. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Diesmal gewinnen wir nicht, weil es zwei Diebe sind. Aber wir kriegen 11 Heilung. Dann kriegen wir einen auf den Deckel. Passivraub. Nochmal Passivraub. Heilen. Präventiver Treffer. Stachel. Wieder nehmen. Heilen. Ja. Hätte besser laufen können. Ja, weiter im Text. Würde ich sagen. Fernkampfhilfe. Ich habe vergessen, wie wir unsere Fernkampfhilfe einsetzen können. Irgendwas mit Viereck, aber ich weiß nicht mehr, wann ich Viereck drücken muss. Ich glaube nicht während der Kämpfe. Ja, hau den kaputt. Schieß. Schieß will ja auch die hintere Reihe treffen, aber hinter Hudrik steht ja intelligenterweise keiner. Und jetzt nochmal Joseph. Awaiting your command. Wollen wir? Da ist er. Ah, da kann man. Also da ist eine Brücke. So. Dann wollen wir mal. What would you ask? Hier macht mal. Come. Kriegen wir wieder Heile ab? Ja. Kriegen wir. Ist aber nicht so schlimm. Erstmal heilen. Genau, Treffer. Gut. Ah, das war ja nur noch einer. Ja, kein Wunder, dass wir gewonnen haben. Können wir den Turm hier wegmachen? Ja, können wir. Und ihr geht hierhin. Und ich kann die nächste Einheit rufen, nämlich Brunos Einheit. Mit den zwei Soldaten, die wir angeheuert haben. Ja, dann gehst du mal zur Brücke. Was für ein Level bist du? 6. Ja, dann machen wir das mal so. Weiter geht's. Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, nach allem, was ich gehört habe, sind die Schwarzklauen die härteste Bande in ganz Kornia. Aber jetzt seht euch mal das an. Speer, irgendeine dahergelaufene Armee geht ihnen gerade ziemlich ans Leder. Soll mir recht sein, so haben wir mehr Zeit, uns ein paar Münzen zu schnappen, ehe es jemand mitkriegt. Das ist ja scheiße. Bruno, ich brauch dich mal. Du musst da mithelfen. Okay. Wie sieht das denn aus? Wir werden gewinnen, okay. Vielleicht brauchen wir Bruno doch nicht. Deswegen lassen wir ihn dahin laufen. Goldplünder, steht Gold von einer gegnerischen Einheit. Das finde ich ja nett. 448 G-Wurden gestohlen. Danke für das nette Sümmchen, Kumpel. Keine Sorge, ich geb's nicht alles auf einmal aus. Man sieht sich. Komm zurück, du Dieb. Schon in Ordnung, Chloe. Ich kann den Typ einfach zu mir treiben, wenn du möchtest. Bravour-Skills provozieren. Die Bravour-Skill macht den Nutzer zum Ziel. Der Effekt des Skills ändert, wenn die Einheit des Nutzers besiegt wurde. Solange er nicht wegläuft, ist das mir eigentlich alles Wurst. Wir gehen direkt zu ihm hier. Aber er bewegt sich auch sehr langsam. Ich glaube, den kriegen wir noch. Ah, da hat aber jemand Spendierhosen an. Okay, dann machen wir die mal platt.
Lass die Frau ab. Gut, beide getroffen. Gut gemacht, Chloe. Und heilen. Chloe, MVP. In service of the crown. Victory grows ever closer. Okay, das ist unser Geld, das wir wieder bekommen haben. Dann gehst du mal zu ihm da und machst ihn da kurz mal platt. Come then. Ach, Chloe ist wieder, also alle Plätten. Verfehlt, Helmspalter. Und heilen. Gemacht. Das ist das Geld, was wir verloren haben. So, dann gehen wir nochmal hier hin, damit wir das kriegen. Ja, dann machen wir die mal fertig, die Bogenschützen, weil sie nerven. Okay. Garantierte Treffer. Die halten halt nichts aus, ne? Was für Level sind die? Level 6 für Hodrick. Ja, du kannst nichts machen, außer mal kurz ausruhen. Ja, dann machen wir weiter. 3000 G. Leck mich. Dann während die da beschäftigt, also sich ausruhen, kannst du den Wachturm einnehmen. Dann wollen wir mal weitermachen. I'll not go easy on you. Ja, machen wir das. Einheitsdetails wollte ich machen. Ah, da. Basil und Corinne. Ich wollte noch wissen, wie die heißen. Aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe. Los, haut drauf! Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Schaden wir selbst bekommen. Gar nichts anscheinend. Supi. Hier drauf, in die Garnison. Weiter geht's. Diese gegnerische Einheit, den Reichweite zum Nutzer. Dauer. Oh, scheiße, dann war das schon alles. Ich wollte einen ordentlichen Kampf, kein lächerliches Kinderspiel. Sieht ihnen nicht ähnlich, sich von so unverhohlenen hohen Stichen zu lassen. Was sie ignorieren, die Befehle seiner Hoheit und marschieren stattdessen direkt auf die Einheit, die sie provoziert hat. Aber ich wette, wir müssen nur den Typen in den Vorausstatten, dann wird das schon wieder schnell. Ja. Da machen wir das mal. I've claimed it as our own. Warte. Ich wollte noch was machen. This one's mine. Dann besiegen wir die da mal. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Schaden wir bekommen. Ich hoffe mal nix. Jetzt mal ein Gift-Hieb. Zermalm. Gut. Ich meine, der wäre sowieso wahrscheinlich ausgewichen. Gut. Gut, ihre Reihe. Supi gemacht. Du gehst mal vom Wachturm runter und holst das Zeug hier. Ihr geht hier das Fort einnehmen. Und dann warten wir mal, bis die da oben fertig sind. Okay. Oh, wir kriegen ein bisschen Schaden. Weil da sind Bogenschützen. Natürlich kriegt er... wieso greifst du den an? Der wäre an Gift gestorben. Schade. Aber wir gewinnen eh. Ja, da kriegt...
Travis ein bisschen Schaden. Vielleicht sollte ich ihnen irgendwie was geben. Ja, lass mir die da mal ausruhen. Warten wir mal. Ein kleiner Heiltrank. Ich heile. Kacke, wie hieß er nochmal? Travis, genau. Ich lasse Travis mal ein bisschen heilen. Hier geht mal den Wachturm einnehmen. Dann geht ihr das hier holen. So, Amboss, die Befreiungsarmee ist fast hier. Und sie werden auch noch vom Prinz von Cornia angeführt. Prinz von Cornia? Ah, Prinz der Narren. Macht euch keinen Kopf. Also ist leider ein Bogenschütze. Und der Dude, Mandarin, ist leider auch ein Bogenschütze. Deswegen sollten wir die Einheit des Engels Punkt der Stärkung nicht so nah dran schicken. Hau mal drauf. Ich hoffe, keiner von unseren Leuten stirbt. Oh, erstmal ein paar Pfeile. Oh, wir kriegen ganz schön viele Pfeile ab. Spieß. Ja, supi. Den erstmal hätte ich gemacht. Nervter Hieb. Aua! Das Bruder in Ruhe. Erstmal. Okay, erstmal heilen, wollte ich sagen. Ja, die haben beide überlebt. Und behandeln. Ja, wieso heilt ihr Bruno? Ihr braucht selbst ein bisschen Heilung. Hier geht's so langsam. Wo habe ich Oklis, hieß sie, glaube ich, hingeschickt? Ich weiß es nicht mehr. So. Schick mal dahin. Bruno. Wird das? Okay, das wird schon was. Was haben wir denn für Bravour-Skill? Unsterblich. Negiert den Ausdauerverbrauch am Ende des Kampfes. Stößt gegnerische Einheit nach dem Kampf zurück. Dauer ein Kampf. Belebung. Belebt alle handlungsunfähigen Mitglieder einer verbündeten Einheit mit 1 TP wieder. Ich wollte dich eigentlich einsetzen hier. Erstmal den königlichen Befehl. Ich weiß, dass sehr viele Einheiten nicht im Umkreis waren und nicht bewegen. Aufruf zur Tapferkeit. Damit machen wir Oklis Einheit ein bisschen stärker. Und ich bin so doof. Belebung überrennen. Ja, das können wir irgendwann anders mal machen. Jetzt ist das ein bisschen doof. Show me what you got. What? Eben. Ach ja, wegen den ganzen scheiß Bogenstützen. Ah, jetzt müssen wir kämpfen. Habe ich komplett vergessen. Wir kriegen voll eins aufs Maul. Wenigstens sterben die Soldaten nicht. Es wird ein bisschen geheilt. Leider gehen wir, glaube ich, heilungsmäßig nur auf Bruno. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Bewegen. Da, in die Garnison. Ihr steht da nur doof in der Gegend rum, ne? Deswegen könnt ihr da mal so langsam hier dahin. Oklis wird wahrscheinlich schon die das fertig machen. Okay. Ah ja, ich habe vergessen, dass ich Elaine gesagt habe, der soll den Nachtturm einnehmen. Hab ich komplett vergessen. Fügt einem gegnerischen Einheit in Reichweite Schaden zu. Kann. Oh shit. Seid ihr tot? Ja, die beiden Soldaten sind tot.
Ja, dann gehen wir mal. Oh, da ist noch eine Bogenschützeneinheit. Geh mal hier in die Garnison. Okay, gut, Joseph. Bruno würde voll aufs Maul kriegen. Ja, dann... Ging ein bisschen Schaden, aber egal. Haut drauf. Das war zwar nicht der Plan, aber... fehlt. Supi? Ich meine, das war ja sowieso klar, dass wir gewinnen werden. Es ist halt immer so komisch. Man denkt immer, vielleicht wird es irgendwie anders ablaufen, aber man sieht ja vorher, ob man gewinnt oder nicht. So doof. Ja, dann macht ihr mal. Seid ihr da fertig, Lex? Haut drauf. Hier sieht's aber nicht aus. Wir sind ja in der Kirche, habe ich vergessen. Deswegen sieht's hier so nett aus. Hier erstmal den kaputt hauen. Garantierte Treffer, wunderherrlich. Feuerfall. Eieiei. Heilen. Okay, gut. Ja, das ist okay. Hier steht ja jetzt so viel dagegen rum und wisst nicht wohin, ne? Deswegen geht der mal hin. So. Mach. Nee. Haut die kaputt. Erstmal ein paar Pfeile kriegen wir ab. Gut gemacht, wie auch immer du nochmal hieß. Gut abgewehrt. Ich meine, die Einheit werden wir sowieso nicht behalten. Wir werden wahrscheinlich Oklis in die Befreiungsarmee. Basil, so hieß so. Oklis würden wir wahrscheinlich in der Befreiungsarmee mit reinbekommen. So, dann in die Garnison. Ich glaube, ihr seid voll geheilt. Ne, noch nicht ganz. Jetzt seid ihr voll geheilt. Okay, dann haut die mal zu Klump. Okay, gewonnen. Und ein Aufstieg. Ein Levelaufstieg für Rolf. Ob wir diesen Mandarin, hieß er glaube ich, in unsere Gruppe bekommen? Ein Flammenbogen. Den kann Rolf benutzen. Elaine ist ein bisschen sehr rumgeeiert. Der hat glaube ich kein einziges Mal gekämpft. Die ersten Einheit. 120 Ruhmbonus. 120%. Das ist ja nett. Die Medaillen brauchen wir. Mercy, please. What would the father do? Auf einmal. You presume to invoke our creator's name after pillaging a place of his worship? Listen, it's my buddy's sister. Girl's barely holding on, and he's a lifetime short of the coin a healer will cost. Redest du von Gammel? Along, saying he'll fork up a hefty price for some of them. Divine crystal, what's it? Wasn't long after that we caught wind of the mother load they got stashed away here. Well, no ignoring that temptation.
Money for an ailing sister, hm? That sounds familiar. Ob sie lügen? A brazen lie, spun to spare his heretical neck. Oder ob es diese Schwester wirklich gibt. To pass righteous judgment upon this sinner. Alter. Ich will ihn nicht freilassen, aber hinrichten, heilige Scheiße. Glück habe ich kein Time-Limit, Zeitlimit. What the fuck? Freilassen will ich ihn nicht, aber hinrichten ist auch ein bisschen sehr krass. Jene Minimiste, nein. Kack die Wand an, ich weiß es nicht. Ich möchte ihn nicht freilassen, aber hinrichten ist auch hart. Ich hoffe, das ist keine Fehlentscheidung. I don't envy your predicament, but no amount of misfortune can excuse errant barbarism. A just sentence. With the father's blessing at my wings, this sacred blade shall administer his will. Dear Mom, lot of you. Wenigstens sehen wir es nicht. Fünfzehn Himmelssplitter, wofür sind die gut? Fortschritt speichern. Frag mich, was jetzt passiert, weil wir den ja hingerichtet haben. Aber ich habe gedacht, es gibt halt Rache, wenn wir den frei laufen lassen. Deswegen, ich wusste es nicht. Lady O'Cleese! My dear Sharon! The good sirs of the Liberation told me everything. I hear you sought their patronage in the hopes of ensuring my safety. You needn't worry, Lady O'Cleese. The shards you confided here remain untouched. The shards be damned! I placed you firmly in danger's path without but a thought for your well-being. I am deeply sorry. Please, you needn't apologize. On the contrary, this matter has cleared the doubts from my mind as though they were morning fog. Was denn? Spending my days here in prayer will do naught to rid this world of the conflict which plagues. Will sie uns helfen? Indeed, if I truly wish glory upon the Creator's lands, I must see it made manifest through my own actions. Sie sieht wie eine Magierin aus, das wäre geil. If that is the journey you wish to walk, I will raise no objection. The decision rests with you, kind prince. Was denn? Might you grant me the gift of joining the Liberation? Ja klar. I assure you, Elaine, there are few finer healers the land over. Oh, Heilerin. She would prove a valuable asset and a reliable friend. Angebot annehmen, natürlich. Skilled healers such as yourself are ever in high demand. We would gladly count you among our numbers. Was würde passieren, wenn ich Nein sage? Wird sie irgendwie den Feind überlaufen? You have it on my word as a servant to the Almighty. Ich hätte gerne Oklis gehabt. Einen Engel dabei zu haben wäre cool, aber man kann ja nicht alles haben. Monsterarmreif, heilige Kräuter und Orthodoxie von Palevia. Verbrennungsarmee hat 15 Ruhm erhalten. Noch Oklis irgendwie was? Ich danke euch erneut, dass ihr mich aufgenommen habt, Prinz Alain. Ich kann nur hoffen, nützlich zu sein. Ich kann jetzt der Befreiungsarmee beigetreten. Kleriker sind darauf spezialisiert, Verbündete mit Heilmagie zu unterstützen. Ich stelle sie in der hinteren Reihe auf, um sie relativ geschützt zu halten. Beispielseinheit, Kämpfer und Kleriker. Der Kämpfer verteidigt die hintere Reihe mit Heilabschirm, während der Kleriker von hinter von der hinteren Reihe die Wunden des Kämpfers heilen kann. Ja. Symbol für Rapportgespräche. In der Welt wird ein bestimmtes Symbol angezeigt, wenn Rapportgespräche verfügbar werden. Position für Rapportgespräche. Drücke Start und wähle Rapport, um zu sehen, wo Rapportgespräche stattfinden. Muss ich da hin? Dann.